Jahrelang stand der russische Regisseur Kirill Serebrennikov in Moskau unter Hausarrest. Danach hatte er ein Reiseverbot. Er gilt als einer der brillantesten Künstler seiner Generation, ist aber seit Jahren staatlicher Repression ausgesetzt. Überraschenderweise durfte er jetzt für ein Theaterprojekt nach Hamburg reisen. Wir haben den Antrag bei den offiziellen Stellen gestellt. Bitte erlauben Sie mir, nach Hamburg zu gehen, um zu arbeiten. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich persönlich dort wäre. Und sie haben die Erlaubnis einfach gegeben. 2017 konnte Serebrennikov nicht am Filmfestival in Cannes teilnehmen, wo sein Film Leto, eine musikalische Ode an die Jugend und die Freiheit, im offiziellen Wettbewerb. Er wurde beschuldigt, staatliche Subventionen veruntreut zu haben. Ich bin ein Weltbürger der Kultur. Ich lebe in dieser Sprache, in dieser Kultur, im Theater, in der Kunst. Ich liebe Russland sehr. Ich habe viele Freunde überall. Aber ich träume immer noch auf Russisch. Im Hausarrest durfte er nicht telefonieren und hatte keinen Internetzugang. Für Opernproduktionen mussten Anweisungen an Sänger und Bühnenbildner über seinen Anwalt verschickt werden. Sein Assistent inszenierte dann nach seinen Anweisungen. Für Serebrennikov ist Hamburg ein Schritt zurück in die Freiheit, die wirkliche.